Hallöchen, wieder mal eine neue Folge von Space Engineers. Oder über Space Engineers. Oh, hier wird gefeuert. Und zwei Catlins sind schon cooler, weil der könnt ihr nämlich zwei verschiedene Seiten machen. Und hilfreich. Einfach nur hilfreich. Und ich will gerade mal was ausprobieren, weil ich habe ja Gatlings, die sind, die haben eine Reichweite von 600 Meter, ne? Mehr geht ja nicht, ne? Leider Gottes. Und Raketenturm, mal gucken, wie die für eine Reichweite haben hier. Wollte eigentlich nur mal kurz draufsetzen, die Dinger. Komm ich da nirgendwo ran? Ah, verdammt. Okay. Raketenturm. Ah, hier. Die haben eine Reichweite auch von 600. Nee, brauchen wir nicht. Sind zwar auch cool, aber nö. Nö. Einfach nö. Ich könnte ja das Auto ein bisschen verkleiden, ne? Aber ich weiß nicht, ob das mit den Reifen so. Und die Reifen ein bisschen verkleiden, aber. Kommt ja trotzdem nicht so nah ran, wie man vielleicht möchte. Das Ding ist halt schon extrem gepanzert, ne? Wenn ich jetzt da durchgehen würde, ne, würde er natürlich, würden die nicht natürlich nicht schaffen, ne? Also, aber wir versuchen mal unser Glück hier. Komm, wir fahren einfach mal so durch. Ja. 600 Reichweite sind wir bald. Noch ein bisschen mehr. So, es feuert einer, müsste auf jeden Fall jetzt gleich feuern. Also die feuern auf jeden Fall, wir feuern auch und die feuern auch. So, uns geht natürlich schon die Puste aus hier so ein bisschen, ne? Weil... Ja. Komm, die Reichweite, komm, die dürft gar nicht mehr schießen. Boah. Es brennt. Help. Oh. Wie? Moment, Kolben. Moment, hatte ich falsche Taste erwischt. So, ich brenne ja noch ein bisschen, ne? Boah, ich bin übelst die Reichweite gefahren. Einfach nur gerollt. Ach, die eine ist kaputt da vorne. Ach, deswegen. Okay, jetzt stehen wir wenigstens und wir können unser Dings reparieren. Wir merken, wir fliegen hier nur durch, nur kurz durch und kack, und zack. Erstmal so richtig alles so kaputt, was geht. Was einfach nur. Das ist alles ein bisschen hier, ne? Reif, genau, haben nicht mehr so. Man kann nicht. Man braucht Schilder, Leute. Schilder. Ohne Schilder, ne? Ist nichts mehr so machbar.
Uiuiuiui, hier sieht's aus, ne? Also die Seite halt, die Angriffsfläche. Boom. Die Raketen haben dieses, glaube ich, so ausgelöst. Die ganze Seite. Wenn ich da jetzt mit meinem Schiff reingehen würde, na, boah, wird alles kaputt gehen, ey, oder? Oh. Stirb. Okay. Da, hier. Das sind Feinde. Hier, Leute, da. Hm. Die wollen nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Nein, ne? Hm. Okay. Man kann die auch selber platt machen. Wusste ich natürlich vorher schon, aber... Boah, das war so kaputt. Ich bin ja lieber einer, der das Ganze bewahrt. Wenn nicht immer irgendwie was kaputt ist, dann... Das ist ein bisschen... Gott, oh Gott. Puh. So, die Reifen sind ja eigentlich alle ganz geblieben, fast außer. Alle außer halt eins. So. Ja. Ach ja, unser Kolben ist kaputt. Sehe ich gerade. Müssen wir auch mal ein bisschen reparieren hier. Man müsste es halt alles ein bisschen mehr schützen, ne? Dafür sind Schilder notwendig. Ha. Huh. Man denkt gar nicht, wie schnell da alles kaputt ist. Radaufhängung unvollständig? Hm? Warum? Kolben. Speichern. Es müssten. Hä, warum ging der nicht mit? Moment. So, jetzt aber. Na, ja. Also irgendeine Radaufhängung ist noch nicht so ganz kapige. Vielleicht die Radaufhängung. Hä? Warum? Die habe ich erst gebaut. Radaufhängung. Nummer 1, 2, 3.
11. Ich hab ja keine 11. Hä? Wo ist deine? Wo ist die? Ist die da hinten irgendwo? Ne, oder? Weil, das wäre ja keinen Sinn. Das würde keinen Sinn machen, sagen wir es mal so. So, ich tu die mal alle einstellen. Oder alle Hatz-Anzeigen. So. Ah, ich hab gar keine Antenne mehr. So. Merk ich gerade erst. Blitzmerker. Der hat bei mir die Antennen kaputt geschossen. Ach, deswegen hat er hier reingeschossen. Radaufhängung 13? Hab ich irgendwas von 5? 11? Moment. 11, 11, 11, 11. Die. Du bist unvollständig? Warum bist du unvollständig? Ah, jetzt. I understand. Ja, die Fläche zum Reparieren ist aber auch relativ gering, ne? Okay, die 14 und die 17. Der Rest ist quasi. Dämpfung hat mal 30, Reibung. Ich muss ja alles einstellen hier nochmal. Energy, genau. So, 17 ist alles eingestellt. Ja. Oh. Jetzt brauchen wir natürlich die ganzen Anzeigen nicht. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. Okay. Okay, warum rubbelt denn das so? Guck, das ist also die Kolbenbremse, na, ist so genial eigentlich. Ich tue die Kolben an und die hinteren Kolben zum Beispiel, die bremsen es gerade ab. Und jetzt auch die vorderen. Cool. Und zack, bleibt es stehen. Weil es in der Luft ist. Und es ist halt auch nicht zu stark in der Luft, dass es irgendwie kippeln würde oder so. Das ist halt auch cool. Coole Lösung, oder? So. Vor allem wie die. Guck mal, die rennen ja richtig durch. Oder doch Reibung ein bisschen mehr. Gucken wir mal. Siebzig Prozent ist so ein gutes. Guck mal, wenn ich jetzt Gas gebe, die sind gerade. Die rennen einfach durch. Obwohl jetzt nichts. Ganz komisch. Wow. Die bocken mal auf da hinten, ne? Die Reifen.
Okay. Stehen wir fahren erstmal zurück zu unserer Basis. Wieder mal. Gucken wir mal. Jetzt werde ich wieder hier mal schneller, schneller, schneller. Das ist schon cool. Wow, ist ganz praktisch. Vor allem das ganze Auto, das ist noch ein bisschen höher liegt jetzt, ne? Fällt das jetzt auch nicht mehr so auf, dass man jetzt... Naja, fällt nicht auf. Kommt dann nicht mehr so auf den Boden, schleift dann nicht mehr rum. Ist ganz cool. Ganz praktisch das Ganze. Ja, das weiß noch nicht so, ob das Ganze optimal ist, das Ganze. Oh, das ist zu... What the fuck? Oh. Das tut ja richtig fliegen. Oh ja 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 ja. Ist ja genial. Macht schon Fun, das Ding. Guck mal, wie schnell der ist. Da gibt's kein Limit, ne? Aber jetzt gibt's gleich ein Limit, wenn wir. Oh. Ui, das war ja hier. Bremsen! Bremsen! Ah, yeah. Gut. Haben wir das Ding gebremst und erstmal wieder zu Hause. Und deswegen mache ich einfach mal einen Screenshot von der Vergangenheit, von der Zukunft, von allem. Ja. Und ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen, wie man jetzt... Naja, ich hab was repariert, ich habe was verändert. Die Reifen... Aber die... Das ist alles ein bisschen schwierig zu reparieren. Man braucht schon Schilder, oder? Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ja. Macht's einfach. Tut's. Macht es. Ja, und ansonsten... Ja, schönen Tag noch. Und ich höre erstmal auf. Tschüss.